schön warm hier am Feuerchen. Ja, wir sind ja beinahe fast gestorben in der ersten Folge. Hola, die Waldfee. Und wir haben irgendwas... Alter, wie gruselig das war. Wie der einfach da in eine Dings... Feuer löschen. Dauert eine Sekunde. Okay. Also liegt Feuerholz einfach rum. Gut zu wissen. Drucker, ja. Wir müssen immer noch die Proben finden, ne? Ich weiß halt nicht, wo wir die Proben... Ich lade mal eben die Batterie auf. Ich weiß halt nicht, wo wir die Proben suchen müssen, aber die werden wahrscheinlich irgendwo... Gibt es eine Map hier eigentlich? Aha, es gibt sogar eine Map. Ach du Heiliger. Kirche, Militärlager, Werkstatt. Das kann ich nicht aufnehmen. Ich sollte auf jeden Fall Feuerholz im Auge behalten. Oh, Munition, nice. Die Batterie würde ich gerne noch mitnehmen. Und die Müllcontainer durchsuchen. So, alles nehmen. Da ist auch nochmal Schrauben. Die Batterie, geil. So. Na. Ich komme mit dem Menü noch nicht so ganz klar. Ich würde jetzt erstmal die Richtung gehen. Auf der Karte. Ist das Holz? Holzscheit, kann ich das mit, kann ich das zerhacken? Okay, die Frage ist, wie kann ich das zerhacken? Kann ich mir eine Axt craften? Oder so? Wie eklig einfach dieser Typ an den Bäumen hängt. Alter Schwede. Ich sollte hier nicht allzu lange auf den Straßen rumlaufen. Das macht keinen guten Eindruck. Oder was heißt, das macht keinen guten Eindruck, aber... Erstens ist das Wetter nicht dafür ausgelegt und zweitens... Ich will nicht diesem Typen begegnen. Der uns mit irgendwas bewirft. So eine Art Gasbombe oder so. Warte mal. Mach die Taschenlampe mal aus, ne? Okay, hier scheint es rumzugehen. Da ist noch irgendwie was. Hier links ist ein Zelt. Da ist... Oh nein. Sieht ein bisschen aus wie bei Outlast. Okay, hier ist ein Brett. Nehmen wir. Nice. Notfallstation, nichts drin. Munition. Was können wir denn hiermit machen? Ein Holzscheit, das auf einem Hackblock in mehrere Holzstücke zerteilt werden kann. Auf einmal Holz? Auf einem was? Auf einem Hackblock. Wie sieht denn so ein Hackblock aus, ist jetzt die Frage. Richtig gutes Wetter, um so eine Expedition zu starten. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich durchsuche einfach mal alles. Mittelgroßer Koffer, nice. Was haben wir hier? Polymere, Kunststoffe. Großer Metallkoffer. Okay. Wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar. Wir müssen ja auch noch die Proben finden. Ist das eine Batterie? Das ist, glaube ich, eine Batterie, ne? Ja. Ich muss ein bisschen was liegen lassen. Motor, Metallteile, ganz toll. Ja, ich weiß, wir erfrieren gleich. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein Gebäude, wo wir uns wärmen können. Also ein Ofen oder so. Wir haben ja ein bisschen Holz. Hier vielleicht in der Hütte? Okay. Nein, ich glaube, hier kriegen wir keinen. Aber hier liegt Munition. Da ist noch ein bisschen Lebensenergie. Das nehme ich mit. Und dann sollten wir jetzt schleunig irgendwie einen Ofen finden. Vielleicht kriegt man ja später auch irgendwie einen Wärmeanzug oder so, dass man vielleicht ein bisschen länger aushält, die Wärme. Also die Kälte. Gott sei Dank lässt er uns jetzt in Ruhe. Fuck, ich will nicht erfrieren. Was ist das denn da? Geh weg! Ich weiß nicht, was das war. Ich will das auch gar nicht. Da war irgendein Tier. Ja, wir verlieren Energie, weil wir erfrieren, aber... Scheiße.
Kein Gebäude hier. Nein, ich will nicht sterben. Nein! Und wieder ist jemand von uns gegangen. Das ist aber blöd. Und ich habe nicht gespeichert, ne? Ich sollte mir das, glaube ich, ein bisschen besser planen. Das ist aber schon hardcore, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, an der Werkstatt. Und uns ist kalt. Das heißt, wir haben hier noch nichts gesammelt. Ja, ist ja gut. Okay, pass auf. Also da, wo wir angefangen hatten. Na, das dürfen wir nochmal machen. Okay. Pass auf. Das heißt, wir sollten Stück für Stück das Gebiet erforschen und nicht weite Strecken laufen, weil das mit der Kälte könnte uns zum Verhängnis werden. Die Batterie nehme ich mit. Ich rüste wieder das Gewehr aus, falls der Baumkraxler wieder kommt. Die Frage ist, ob ich jetzt vielleicht einfach mal zurück am Militärlager ist da. Vielleicht da nach oben gehe, also. Da, wo die Kirche war, geht es ja auch noch irgendwie einen Weg lang. Weil bisher haben wir noch nichts Nützliches gefunden. Also, ein paar Metallteile, klar, natürlich. Aber ansonsten. Oh nein, der ist schon wieder da, ne? Ernsthaft? Da ist er. Ich sehe ihn. Habe ich ihn erwischt? Fuck, der ist noch da. Der soll abhauen. Wo ist der? Ich glaube, der portet sich. Bin mir nicht sicher. So, trotzdem nehme ich nochmal alles hier mit, was wir gefunden hatten. Alter. Aber Kisten kann man anscheinend, glaube ich, nicht zerstören, ne? Okay. So. Hier nochmal hin. Alles nehmen. Wie lange brennt denn das Fass? Dauerhaft oder wie ist das? Oder geht das irgendwann noch aus? Hui. Ein großer Koffer für elektrische Komponenten. Warte mal. Kann ich das irgendwie da rein? Kein Platz für den Gegenstand. Okay. Ich muss noch mal ein bisschen managen hier. Okay. Das packen wir mal dahin. Kann ich das drehen mit R? Ja, nice. Sehr schön. So, das packen wir dahin. Alles klar, das packen wir dahin. Gut. So, jetzt haben wir natürlich uns aufgewärmt. Jetzt die Frage, gehen wir nochmal Richtung Kirche? Ich würde sagen, ja. Mein rechts, links rum war auch ganz cool. Wo ist er? Ich höre ihn. Ich sehe ihn aber nicht. Oh Gott, der ist so creepy, dass er in die Bäume hängt. Vielleicht mal hier lang gehen. Weil wir brauchen ja auch... Nee, hier ist das Militärlager, ne? Oder? Oder wo kommen wir hin? Da ist grünes Licht. So. Aha. So, hier haben wir schon mal Feuerholz. Ein Radio, was wir durchsuchen können, was nichts, wo nichts drin ist. Ein Mini-Ofen. Ein Schreibtisch. Und was ist das hier? Relays-Controller. So, wir können wieder Feuer machen. Ich würde vielleicht einmal hier drüben gucken. Damit sich das so ein bisschen lohnt. Was ist das hier? Einfach nur grünes Licht. Was macht das? Es leuchtet grün. Gut. Die Frage ist jetzt, da kommen wir zum Militärlager. Das heißt, den Weg dürfen wir eigentlich schaffen. Den würde ich jetzt einfach mal eingehen. Wo ist er? Ist schon gruselig, muss ich sagen. Aber ich fühle mich ein bisschen sicher dadurch, dass wir die Waffe haben. Und ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist auch das Vieh, was in der Demo war. Wo ich mir auch nicht so ganz sicher war, oh, eine Tankstelle. Wo ich mir auch nicht so ganz sicher war, genau. Ich habe ihn auf jeden Fall erschossen. Glaube ich zumindest.
Hier ist noch Munition. Nehme ich mit. Holz nehme ich mit. Munition nehme ich mit. Wir müssen uns gleich aufwärmen, ne? Munition, nice. Hier, waren wir nicht hier schon gewesen? Taschenlampe aufladen. Das machen wir mal eben schnell. So, 100%. Gerät trennen. Doch, hier waren wir, glaube ich, schon gewesen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie ein Feuerfass finden oder so. Hier. Sehr schön. Erstmal aufwärmen. So, ich guck mal eben auf die Karte. Luki Luki. Das heißt, die Frage. Wir kamen jetzt von da unten. Das heißt, der Weg wäre dann... Dann würde ich gleich da mal lang gehen. Okay, wir sind wieder warm. Ich probiere mein Glück. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie solche Proben aussehen. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wo es jetzt hier lang geht. Allein im Wald. Es war duster. Und ich war ganz allein. Ich hatte Angst, ja. Aber ganz ehrlich, irgendwie fühlte ich mich auch sicher. Mit einer Waffe in der Hand fühlt man sich sicher. Aber ist man das auch? So. Gut, hier ist wieder ein kleines Zeltchen. Da ist, keine Ahnung. Das mit der Kälte ist ein bisschen, ja, nervig will ich jetzt nicht sagen, aber es macht schon viel aus, weil man muss das so ein bisschen im Blick behalten, weil man stirbt sehr schnell dadurch, haben wir ja gut bemerkt. Ja, da war ein Ofen drin. Ich dachte, wenn man rennt, vielleicht, dass man schneller erfriert, aber dem ist nicht so. So, ich nehme alles mit. Alles, was wir kriegen können. Warte mal. Wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Kriege ich das nicht? Das kriege ich doch bestimmt noch irgendwie mit, oder? Warte mal, kann ich das irgendwie... Nee, Körper? Das kriege ich nicht mehr mit, verdammt. Das kann ich nicht da reinlegen, ne? Das bringt mir gar nichts. Nee. Oder? Warte mal. Ach, das braucht auch 4 Plätze. Okay. Ja, gut. Das ist, ja. Okay. Oh, hier. Was ist denn das hier? Auf jeden Fall ist das auch ein ganz anderer Ort wieder in Demo. In der Demo waren wir ja schon in so einem Dörfchen gewesen. Da waren auch, glaube ich, Menschen. Und hier sind wir jetzt irgendwie so... Ja, keine Ahnung, irgendwo im Wald. Das könnte knapp werden mit Kälte. Oh, da ist ein Feuerfass, oder? Alles nehmen. Vor allem diese Kisten, die kannst du einfach hier reinschmeißen. Die schmeiße einfach hier mit ins Feuer, die Kisten, die da drin sind, und dann hast du warm. Ist so. Gut. Ah, das ist ein alter Kran. Okay. Mich würde mal interessieren, ob die Feuerfässer jetzt eigentlich ewig brennen. So, da hinten sieht es gar nicht gut aus. Ist das eine gute Idee? Ich werde mich verlaufen, oder? Alter, ich speichere mal. Warte mal, F5 speichern. Ich speichere lieber mal. Neuen Speicherstand. Try. Okay, weiter. Falls wir sterben sollten, kann ich umdrehen zum Feuerfass. Ich glaube, wir haben das Vieh, glaube ich, erledigt, ne? Oh, hier gibt's Holz, jede Menge. Nice. Ein neuer Standort wurde auf deiner Karte markiert. Okay. Munition ist immer gern gesehen. Huch, da war auf einmal alles weg.
Holzblock. Ah. Holzhacken. Neat Eggs. Toll. Jetzt hat er es da hingepackt. Hier ist ein Brunnen. Das sieht ein bisschen aus wie Resident Evil hier. Oder wie bei Outlast. Hallo? Wieso gehen die nach außen auf? Das sieht aus wie bei mir zu Hause. Also. Ich höre doch da was. Kann ich nicht. Was ist das? Sicherungsmodul? Ja, nehmen wir mal mit. Irgendwas kreucht doch da unten, oder? Was ist das denn? Ach, wie praktisch, der hat eine Axt für uns. Da ist ja super lieb. Das ist auf jeden Fall noch ein anderes Monster, also Zombie oder so. Kann ich die... Könnte ich vielleicht die Axt haben? Junger Mann, ich hätte gerne diese Axt. Gib mir... Der hat eine Axt in der Hand. Ich will die haben. Das sieht echt aus wie bei uns. Ist das auch ein Bunker? Nee. Oder? Nee, anscheinend nicht. Hier ist eine Notiz. Aber verdammt nochmal, der hat eine Axt. Ah, da. Ausrüsten. Nice. Da machen wir erstmal Feuer. Oh. Erstmal ein bisschen aufwärmen hier. Ein toter Licht oben. Was? Lift? Was? Was? Ein Lift? Wo geht's denn hier hin? So, während wir uns aufwärmen, lesen wir mal. AK Kowalneko. Bericht Nummer 6. Hallo. Die Mediziner haben uns kürzlich die erste Versuchsdosis des Heilmittels verabreicht. Obwohl wir mental darauf vorbereitet waren, dass die Krankheit versuchen wird, sich zu wehren, sind nicht viele von uns durchgekommen. Elender und Marat sind beide gestorben. Mögen sie in Frieden ruhen. Es war eigentlich vorsehbar. Marat hatte ein schwaches Herz und Elena litt immer noch unter ihren Kriegsverletzungen. Aber nichtsdestotrotz trauert unsere kleine Gemeinde um sie. Wir dürfen immer noch mit unseren Kindern reden, aber nur durch Glas zwischen uns. Meinen Jungen nicht umarmen zu können, bricht mir das Herz. Aber zumindest sind Lara und ich am Leben und relativ wohlauf. Wie witzig. Es ist wirklich ein Wunder, dass die anderen Eltern es auch geschafft haben. Nee, ich muss nur... Ah nee, Lehrer. Entschuldigung, ich habe Lara gelesen. Entschuldigung, Lehrer steht da. Ich habe erst... naja, gut, okay, so. Okay, uns ist warm. Was ist hier aufbrechen? Ja, okay. Das kommt mir bekannt vor aus der Demo. Jetzt kann ich mich ein bisschen dran entsinnen. Da habe ich mich gefragt, wo es da wohl hingeht. Ob man wohl später den Fahrstuhl aktivieren kann? Aufzug scheint keinen Strom zu haben. Ja, das war in der Demo auch so. Sicherung austauschen. Ich brauche ein Sicherungsmodul. Das Sicherungsmodul hatten wir, glaube ich... War das nicht draußen, was wir nicht mitnehmen konnten? War das ein Sicherungsmodul? Hier unten ist nicht so viel Kälte, die abbaut wie draußen. Das ist sehr interessant. Okay. So, jetzt haben wir eine Axt. Jetzt können wir auch quasi survivalen. Schön. Ich guck mal eben auf die Karte. Okay, Bunker. Es ist tatsächlich noch ein Bunker. So, ich würde mal nochmal... Oh. Ne, warte mal, wo sind wir denn rausgekommen? Da, ne, sind wir reingegangen. Ich würde einmal das Holz hacken. Hier, das können wir jetzt machen. So,
So, dann haben wir jetzt ein bisschen Feuerholz. Nicht genügend Platz für Gegenstand. Willst du mich verarschen? Das kann ich nicht aufnehmen. Kann ich das hier? Kein Platz für Gegenstand. Verdammt! Großer Koffer. Ich würde mich ungern davon trennen. Gut, wir haben ja ein bisschen Feuerholz. Jetzt meine Frage, wo hatte ich diese elektronische Komponente gehabt, was ich nicht mitnehmen konnte? Oh, warte mal, hier ist noch ein Schrank. Oder ein Regal. Na. Der Sturm ist weg. Der Sturm ist weg. Oh, meine Lampe ist fast voll leer. Entschuldigung. Ich sollte die mal irgendwo aufladen. Hier drin war, glaube ich, gar nichts zum Aufladen, oder? Da brennt der Ofen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo es da überall hingeht, ne? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet auf Taschenlampe. Das ist natürlich blöd. Eieiei, ich würde mich einmal aufwärmen. Wo geht's denn hier hin? Da geht's auch noch hoch. Ah, hier geht's nach unten. Hier. Wie praktisch. Das ist ja supi. So. Drucker, wir können was drucken. Was können wir denn drucken hier? Batteriemodul, Gasmaskenmodul, filtert gefährliche Stoffe, erhöht die Batteriekapazität des Anzugs. Was braucht man denn dafür? Reicht das? Nein, wir brauchen 30. Okay, dafür haben wir genug. Wir brauchen noch Elektro, brauchen wir noch 20. So, jetzt aber. Gasmaskenmodul ist, glaube ich, auch ganz gut, ne? Da brauchen wir noch mal ein bisschen Kunststoff. Polymerkunststoff? Polymerkunststoff? So, Gasmaske. Ah, okay, wir können nur entweder oder. Batterie. Nice, sehr schön. Würde ich sagen, aber trotzdem wieder mitnehmen. So haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar und die Taschenlampe hält länger. Würde ich direkt mal aufladen. Wir frieren, ich weiß. Ich beeil mich. Boah, guck mal, jetzt 100. 200? Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Oh, fuck. Ja, 200 ist es, glaube ich. Oh, jetzt beeile ich mich aber. Ja, wird gleich warm, Herr Kollege. Ich mach schon den Herd an. Okay, die Feuerstellen gehen also aus. Ist gut zu wissen. Puh. So. Im warmen Gebälk würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein für die Folge 2. Und wir gucken mal, was uns noch erwartet. Ist ganz interessant. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es werden zum Try. Wir gucken mal. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird es dann wieder ein bisschen wärmer. Denn, ja, wir müssen noch... Ja, die Proben finden. Mal gucken, ob wir sie finden. Also, bis dann. Tschüss.